I'm saying isn't with you, baby. I'm afraid I'll fall. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Selina und auf meinem Kanal geht es hauptsächlich um Schule, Organisation und anderen Stuff und alles drumherum. Heute geht es um ein Video, was schon sehr lange auf meiner Bucketlist steht und ich immer wieder vorgeschlagen habe. Und dann gab es immer irgendwie ein anderes Thema, was immer einfach angefragter war, mehr angefragt war. Und heute geht es endlich um dieses Thema und zwar um meine, also ich nenne es Budgeting. Und ich wollte euch mal erzählen, wie ich das so mache, weil mich viele Leute gefragt haben, jetzt so innerhalb der letzten paar Monate, die mich verfolgen auf Instagram, wie kannst du dir denn das und das und alles so leisten? Weil ich habe mir in der letzten Zeit, in den letzten, wenn ich komisch rede, tut es mir leid, ich habe meine Spange wiedergefunden. Ich habe mir in den letzten 6 Monaten recht viel selbst gekauft. Angefangen mit meinem iPhone damals im Januar, Februar. Weiter ging es mit meiner Kamera jetzt vor kurzem. Ich habe jetzt mir jetzt neue Dings, wo sind die? Ich habe mir jetzt neue Dings AirPods gekauft und so weiter und so fort. Also die Frage kam einfach auf, wie kannst du das denn überhaupt alles leisten? Du bist doch eigentlich, das ist eigentlich nur ein Nebenjob. Berechtigte Frage. Und ich bin da jemand, der sehr offen ist und wollte euch einfach mal mein Prinzip erklären. Ich habe das, wo ich das gefunden habe, ich habe das bei ganz vielen Amerikanern gesehen. Das ist irgendwann mal auf meine Recommend-Liste gekommen. Und ich habe es mir angeguckt, weil das sehr satisfying aussah mit den Dollarscheinen. Und dieses Thema hat mich sehr krank gecatcht. Zu dem Zeitpunkt, wie ich das so entdeckt habe, war so Februar diesen Jahres. Das musste Januar schon gewesen sein. Ich habe gerade meine Zusage für meinen Job bekommen. Und ich arbeite ja an einer Tankstelle. Und habe mir meinen ersten Lohn, das war nicht so viel, wie ich jetzt normalerweise bekommen würde, das waren so 220 Euro und diesen ersten Lohn habe ich halt komplett auf den Deckel gehauen. So, ich hatte keine Struktur in was, außer dass ich halt meinen Handyvertrag bezahlen musste, habe aber einfach wild Geld ausgegeben und ich finde auch, es ist auch okay so, wenn man nicht gerade abhängig von dem Geld ist. Da habe ich schon öfter gehört, dass das so beim ersten Lohn immer passiert. Ich habe recht schnell gemerkt, dass ich das Geld recht schnell, dass ich recht schnell dann zum Geldbeutel greife und sage, ach, gönn dir das. Und ich hab, das hat mir recht schnell nicht mehr gefallen, weil ich wusste, ich könnte dieses, mit dem Geld könnte ich sehr viel mehr anfangen, wenn es, keine Ahnung, wenn es brenzlig wird oder wenn Weihnachten ist oder irgendwas, Geburtstage. Und dementsprechend, als ich das Video gesehen habe von einer Amerikanerin, ich weiß echt nicht, wer das war, es gibt so viele Leute, die das so posten, müsst ihr einfach mal Budgeting eingeben, Budgeting America, das ist eigentlich, da sind sehr viele vertreten mit. Und das hat mich sehr schnell gecatcht, dieses Thema. Und ich habe recht schnell das System so rausbekommen und habe mit einer Excel-Tabelle angefangen. Das ganze Thema ist einfach nur, du teilst dein Geld ein, du legst Geld zur Seite für verschiedene Dinge und das alles ist halt einfach in einem Plan und strukturiert. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Also ich habe erst mir eine Excel-Tabelle gemacht mit den Punkten, was habe ich, was sind meine monatlichen Kosten, total wichtig. Wofür muss ich was zur Seite legen, wofür würde ich gerne was zur Seite legen. Und der Rest ist so gesehen auf, was möchte ich sparen, was sind so meine Ziele, was soll ich mich mir gönnen. Der Unterschied zwischen, was sind meine monatlichen Kosten und wofür muss ich was zur Seite legen, ist für mich, ich wollte oder für mich war es ein Muss, Geld für Weihnachten zur Seite zu legen, weil meine monatlichen Kosten ist sowas wie mein Handyvertrag. Das sind für mich 2 unterschiedliche Dinge. Das Wichtigste ist, man muss nicht bei 0 Euro landen. Ich habe mein Geld immer so geplant, dass ich das Geld, was ich zur Seite gelegt habe oder mir eingeteilt habe, habe ich bar ausgezahlt, also bar auszahlen lassen an meiner Bank. Und den Rest habe ich auf dem Konto gelassen und mein Ziel war es, so wenig ans Konto wie möglich zu gehen. Manchmal klappt es einfach nicht, das muss man halt auch bedenken. Manchmal funktioniert es einfach nicht, weil irgendwelche Dinge aus dem Nichts kommen, sowas wie Fahrschulrechnungen. Man muss einfach auch damit rechnen, dass es einfach mal nicht klappt und das ist okay. Ja, das ist okay. Man muss sich bei 0 Euro landen, man muss sich alles verteilen, man muss sich alles zur Seite legen. Es ist auch cool, was überzuhaben, was vielleicht auf dem Konto einfach anwächst. Das ist so mein Hintergedanke dahinter. Dann ist die Frage, wie möchtest du es aufbewahren? Ich habe es zum Beispiel bar hier drin. Dazu komme ich gleich, das zeige ich euch gleich. Andere Leute haben es gerne auf verschiedene Konten. Ich habe es gerne bar, einfach damit ich sehe, warum Geld für sich aufteilen. Ich habe das jetzt so gemacht, ich zeige euch das mal. In meinem Portemonnaie, wundert euch nicht, dass es leer ist. Es ist jetzt Anfang des Monats, wenn wir jetzt den 1. Oktober. Aber ich habe jetzt zum Beispiel diese Clear Envelopes. Hier steht zum Beispiel drauf, ich packe immer Geld für Self-Care zurück. Das sind meistens so Apothekenkram, wenn ich zum Beispiel mir Medikamente holen muss, Antibabypille,
ich krank werde oder so, dann muss man ja aktuell immer diese Verschreibungskosten, 5 Euro glaube ich, zahlen. Dafür ist das Geld. Beauty erklärt sich von selbst, Make-up und so weiter. Groceries für Essen zwischendurch, Schulkantine, sowas in die Richtung. Und Clothing erklärt sich auch von selbst für Klamotten. Hier packe ich immer das Geld rein. Das ist immer in meinem Portemonnaie. Das ist auch schon recht dreckig. Die packe ich immer in meinem Portemonnaie, damit ich es immer dabei habe und damit ich sehe, wie viel Geld ich für welches Thema, welche Kategorie ich noch über habe. Genau, ich habe immer Envelopes nenne ich es, für verschiedene Themen. Und damit es im Rahmen bleibt, damit ich jetzt nicht einen Haufen Geld für Kleidung ausgebe oder einen Haufen Geld für Essen ausgebe oder so weiter und so fort. Also das ist halt so der Hintergrundgedanke dorthinter. Und ich fand das sehr wichtig, weil besonders bei Essen verkalkuliert man sich schnell. Genau, was man natürlich auch machen kann, sind Saving Challenges. Ich habe zum Beispiel, in Amerika gibt es diese $1 und $5 Challenges. Das haben die haben ja so $1 und $5 Scheine. Haben wir in Deutschland halt nicht, obviously. Und deswegen habe ich das ein bisschen, ich sag mal, geswitcht und habe daraus jedes Kleingeld und auch Trinkgeld, was ich bei der Tanke bekomme, all das packe ich in ein Glas rein. So, das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil dieses Geld gerade gefendet wurde wegen einer Fahrschulrechnung. Aber ich kann euch zeigen, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe jedes Kleingeld, was ich hatte, habe ich in dieses Glas getan und habe es aufgeschrieben hier und habe verkalkuliert, wie viel Geld da jetzt ungefähr drin ist. Ich habe angefangen damit, um mal zu zeigen, wie viel jetzt mit der Zeit wird. Ich habe angefangen am 6. April und habe aufgehört am 13. September und bin bei 165,33 gelandet. Das ist wirklich ein Haufen Geld für 5 Monate und ich habe wirklich jedes Kleingeld, was ich hatte, da reingetan. Und ich muss sagen, ich habe es im Portemonnaie nicht gemerkt. Also ich habe nicht gemerkt, dass irgendwie mal Kleingeld gefehlt hat. Klar, wenn die Kassiererin nach Kleingeld fragt, ich als Tankmitarbeiterin weiß, wie blöd das ist, wenn du, keine Ahnung, wenn der Kunde dann nichts klein dabei hat und die Kasse sieht irgendwie schlecht aus oder so, dann kann ich das verstehen, dann tut es mir auch leid. Aber so an sich, sonst merke ich das, habe ich es nicht gemerkt. Und ich muss wirklich sagen, es hat sich total gelohnt. Denn diese 165 Euro hatte ich dann quasi auf der hohen Kante. Und das habe ich wirklich konsequent nicht angefasst, weil das wirklich mein Baby war. Ja, ich sag's nur. Da war ich sehr stolz drauf. Das war so das damit. Und dann zeige ich jetzt meinen Binder. Also ich habe hier so, wie gesagt, so einen Binder. Den habe ich noch von einer Kooperation, lustigerweise, von Eventoy von vor über einem Jahr. Hier steht 2021 Budget drauf. Und dann habe ich hier noch so ein Pizza-Zeug, das war auch mit drin. Wollte ich nicht rausmachen, finde ich jetzt cool. Und jetzt fängt es damit an mit Weihnachten. Pass auf. Hier habe ich Weihnachten. Das ist auch so ein Clear-Ding. Und ich habe, wie gesagt, angefangen im März und habe jeden Monat 15 Euro zur Seite gelegt. Gar nicht, weil ich habe im Februar angefangen. Genau. Aber ich habe nachträglich 30 Euro dran getan im März, weil ich ja im Februar noch nicht das gemacht habe. Und ich habe hier immer diese Budget Worksheets. Ich habe die selbst gemacht auf Google Docs und habe die ausgedruckt. Das sind so kleine Dinger. Die packe ich dann immer in diesem Ding mit rein. Hinten drauf, dass wenn ich einmal umklappe quasi, dann kann ich hinten sehen, wie viel Geld da drin ist. Und das schreibe ich halt jeden Monat neu auf. Und ich habe jetzt hier 120 Euro drin. Und dieses Geld werde ich jetzt einfach weiter sparen bis Weihnachten und kann dieses Geld dann zu Weihnachten ausgeben. Ich finde das ganz cool, dieses Geld hier so physisch aufzubewahren, weil ich dann sehe, wie die Scheine immer mehr werden oder der Amount einfach wächst. Und das gibt so ein schönes Gefühl. Ich hatte hier zwei noch mehr Beine drin. Die waren auch ganz vorne. Das war für A die Kamera und B für die Busfahrkarte. Meine Busfahrkarte kostet 385 Euro im Jahr. Die letzte war es jetzt. Ich habe sie bezahlt. Ich wollte sie gerne bezahlen. Hier war vorher noch zwei andere Envelopes drin. Wie gesagt, für die Kamera und für die Busfahrkarte. Und da habe ich, glaube ich, auch am Anfang für meine Busfahrkarte 75 Euro zurückgelegt, weil die Anfang des Schuljahres bezahlt werden musste. Und auch die Kamera, da habe ich auch, die ich meine Busfahrkarte zum Beispiel noch bezahlt habe, 25 Euro im Monat. Und wenn als die Busfahrkarte bezahlt war, habe ich, glaube ich, 100 Euro im Monat zurückgelegt. Also das wächst sehr schnell, man meint es gar nicht. Hier habe ich für Notfälle. Hier ist YouTube, das ist leer, weil ich das Geld hier noch nicht reingemacht habe. Ich bekomme ja Geld von YouTube, es ist ja kein Geheimnis, ich werde bezahlt, hallo. Und das, was überbleibt oder das, was ich bekomme, das packe ich hier rein, das benutze ich auch wirklich nur für YouTube-Sachen, wenn ich Equipment kaufen muss, wenn ich Verlosungen mache oder irgendwas in die Richtung. Das kann ich direkt rausnehmen, denn das ging schneller als gedacht. AirPods Pro, das war geplant, aber das habe ich nicht mal benötigt, dieses Envelope-Teil. Dann habe ich hier, wer es unschwer erkennen kann, das ist ein Aquarium da hinten. Dafür lege ich auch Geld zur Seite. Das ist gerade gefändet worden, weil ich jetzt erst
10 Euro drin hatte, weil ich es erst seit einem Monat mache. Und weil ich einen Brutkasten kaufen musste für eine schwangere Garnele. Und ich habe Garnelenbabys. Hi. Dann habe ich Savings. Das ist zum Beispiel so ein Exemplar von Es klappt nicht, weil das Geld, was ich von meinem Geld in meinem Portemonnaie über hatte, das wollte ich gerne hier reintun. Es bleibt nichts über. Ich will nicht lügen. Ja. Und das ist so ein Envelope, der einfach nicht, der klappt nicht. Also den muss ich hier noch rausmachen. Hier wollte ich erst die Münzen reinmachen, bis ich gemerkt habe, die fallen raus. Ist ja auch sinnig, aber Physik ist nicht so mein Ding. Deswegen packe ich da, habe ich da diese Worksheets reingemacht für die Coin Challenge, also für die Münzen, dieses Münzglas. Und ich habe da alle meine Quittungen drin für das Geld, was ich immer in mein Konto reingedingstet habe. Und meine leeren Worksheets, die ich noch über habe. Wer geht jetzt duschen? Wer geht jetzt duschen? Ja, damit müsst ihr jetzt leben. Das Video ist eh kurz vor Ende. Ich glaube, ich habe hier ein ganz gutes Introducing bekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, Geld zur Seite zu legen und zu sparen. Denn besonders für Weihnachten oder für Geburtstag oder wenn irgendwas dazwischen kommt, ist es immer gut, Geld da zu haben. Das erklärt sich eigentlich von selbst, aber man hat es einfach manchmal etwas schwer, in dieses Spar-Ding erstmal reinzukommen. Und ich bin ganz froh, dass ich das mache, denn ja, es ist sicherer als, ich sag mal, blind durchs Leben zu laufen und nichts da zu haben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich sehr über ein Like freuen und über ein Abonnement, natürlich kostenlos. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen oder Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte jedes einzelne. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!